Ah, fuck, meine Beine. Scheiße. Scheiße. Dreckig. Scheiße. Den Pulli könnte ich auch mal wieder waschen. Okay. Depp. Oh, scheiße. Das Video fängt gut an. 30. Schon 80 Mal scheiße gesagt. Ach, doch. Okay. Wir sind drei Leute, ne? Wir können wahrscheinlich ein bisschen weiter nach hinten. So. Ah, sieht man da genug? Kevin, komm! Ich dachte, ich kann mich drücken. Wäre nicht aufgefallen, oder was? Okay. Also, kannst du mitnehmen? Ja, das ist das, was wir machen. Okay, einen wunderschönen guten Tag. Moin. Herzlich willkommen. Hi. Zu einer weiteren Stunde hier bei uns. Ich mache mal ganz kurz eine Vorstellungsrunde. Kevin kennt ihr schon von den letzten Tagen und 8 Jahre lang Produzent von mir. Und das hier, Leute, ist Manuel. Der hat mich auf zum Beispiel Catch vorbereitet auf die Sendung und der hat auch die ganzen Trainingspläne geschrieben für die ganze Februar-Challenge, die wir gemacht haben und für die Tage jetzt. Und wird das hoffentlich auch in Zukunft machen für alles, was wir jetzt noch geplant haben. Trainingspläne, Ernährungspläne und so weiter und so fort. Und das heißt, wir waren eben gerade schon im Gym trainieren und wir machen heute ganz entspannt Beine. Was wir gestern gemacht haben, vorgestern, und wir haben noch den Muskelkater unseres Lebens. Das heißt, ja, ich werde heute auch ein bisschen einfach getriezt und wir werden schön zu dritt euch durch den Abend führen und schön Spaß dabei haben. Ja? Und auf, dass die Beine durchhalten, wir schwitzen werden und Manuel nicht so streng zu uns ist. Der Manuel macht das Ganze schon, wie man sieht, ein bisschen länger als ihr. Auf das die Bombe hatte, wenn man das denkt. Ich habe das noch vergessen. Wasser? Ja, nein, ganz deutsch sonst. Ja. Haben wir das. Perfekt. Okay, was machen wir? Die Boyband ist ready. Ja, Boyband ist ready. Ja, starten wir mit dem Doppel-Warm-Up vorne weg und dann legen wir los. Perfekt. Wo soll ich hin? So, sollen wir so einfach zu tun? Ja, mach das so. Klaus, schau, ihr habt in der Squat-Position unten. Okay, Leute. Oh Gott. Ach, scheiße. Ich kann noch nicht mal Treppen steigen heute. Oh, Mann. Ja. Also übrigens, es geht los, ne? Genau, und dürft immer so Knöchel greifen, Beine strecken. Oh. Und dann wieder. Scheiße. Und, oh Gott. Und nochmal nach oben strecken. Die Hüfte ein bisschen zu öffnen und wieder nach unten. Also hier wirklich die Seite. Und also eine Hand zu Boden, andere Hand rotiert auf. Muskelkater meines Lebens. Dann wechselst du die Seite. Ah! Aber Seitenwechsel. Ach, da musst du eben so richtig weh. Dreimal Bein strecken. Und dürfte immer nach oben kommen. Starte so ein bisschen Puls nach oben, bringe ich einfach die Checks. So, ich dachte, das war das Training. Das 30 Sekunden Jumping Jacks. Das kennen wir schon. Hier auch immer, ne, euer eigenes Tempo. Und hat jemand die Zeit für die Kamera? Doch. Alles klar. Okay. Dann sehen wir gleich mal unter 15 Sekunden. Ne? Und dann gehen wir Heini Run nach oben 30 Sekunden. Heinis! Aua! Gut! Man muss ja gerade zu dir schützen. Du hast ein bisschen am Weg, wie war hier. Ist raus. 10 Sekunden. Okay, ich mache eine kurze Zeit lang synchron. Okay, Leute, Vollgas. Und dann einfach locker das Squat tief nach unten. Und hoch. Oh. Scheiße. Da auch gestern noch dran denken, dass das Gewicht eher so auf die Fersen verlagert. Und beim Hoch immer schön hoch anspannen, Hüfte vorschieben, dass wir wirklich gezielt aus der Bewegungsgruppe arbeiten. Knie mal schön nach außen schieben dabei. Ach, scheiße. Ich hätte den Wahnsinn.
5 Sekunden machen wir noch. Na, easy. Und noch ein paar Jumping Jacks. Danach durchstarten. Leute, ich fühle mich. Das weißt du, wie ihr euch zu Hause fühlt, wenn jemand sagt, mach komm, noch 5 Sekunden. Noch fünf weiter. Übung Nummer 1 auf beiden Seiten 20 Sekunden und dann das Squat ganz nach unten zur Mitte, tief nach oben für 30. So 20 Seite 1, 20 2 und dann die Squats. Ganz einfach. Perfekt. Nur die Seiten, oder was? Ja, die beiden Seiten. Es geht noch darum, Po-Muskulatur ein bisschen voroptimieren, also wir sind noch Übergang in den Hauptteil. Na, ich muss noch was perfekt. Okay, Leute. Bein Nummer 1. Interest. Und wir starten. Hoch, Po anspannen. Langsam tief. Hoch, Po anspannen. Langsam tief. Oh, Scheiße. Und schaut, dass ihr das Gewicht schon auf den Fersen habt und wirklich hoch anspannen, wenn ihr hoch geht. Scheiße. Noch 5 Sekunden auf dieser Seite. Und wir wechseln die Seite. Was mache ich hier? Hey Mama, ich war heute Abend wieder in den Kellerraum. Ich meine zwei Jungs. Geht alles weh. Ich muss das heute ein Bein machen. Es tat alles weh. Die waren noch reif dabei, das gefällt. Also zwei Sekunden. So, mal oben. Squat-Position. Und da ist es ganz wichtig, ganz tief nach unten, Knie auf die Seite schiebt zur Mitte und hoch. Und wir starten. Tief, zur Mitte, tief. Das ist natürlich alles noch ganz easy, weil wir sind noch im Warm-up. Was? Tief, Mitte und tief und hoch. Noch 5 Sekunden. Und mal lockern, Beine werden schon ein bisschen wärmer, Po dürft ihr schon spüren und geh nach unten. Ein ganz entspannt. Wir sind ja zweimal mit dem Sport, haben das auf jeden Fall. Sehr gut, perfekt. Okay. Und starten. 20 Sekunden hoch, tief. Und schön weiter. 10 Sekunden. Hält fest. Und wechseln die Seite. Vergisst du eigentlich die Pause dazwischen? Nee, der hat ja keine Pause. Oh, das ist ja doch ein Warm-up, oder? Nicht Warm-up, aber Übergang. 5 Sekunden. Und einmal gelockert. Tief und zur Mitte. Und go. 1. Bisschen unten. Mitte. Und hoch. Runter, Hälfte, runter. Sehr hoch. Runter, Hälfte, runter, hoch. Synchron, Hälfte, synchron und hoch. Naja. Jetzt wird schon synchron. 10 Sekunden noch. Noch 5. Mal kurz gelockert. So, einmal noch als Vorbereitung in der richtigen Hauptteil. Mit beiden Beinen zusammen. Nochmal 30 Sekunden Hüftpass. Und dann gehen wir in den ersten langen Wartepart. Also beide Beine, jetzt haben wir beide Beine zusammen, genau 30 Sekunden. Und dann sind wir ready. Perfekt. Also, beide Beine auf dem Boden, Arsch hoch. Ja. Halten oder hoch? Wir gehen hoch runter. Also, Hüftpass zu beiden Beinen. Okay. Und Hüft starten. 30 Sekunden hoch. Tief. Anspannen. Wenn es im Halten gar nicht mehr geht, ihr könnt auch jederzeit mit dem einfach den Boden ablegen und dann die Hüftpresse machen. Das ist sehr gut, Bridges.
15 Sekunden. Das habe ich auch beim nächsten Anblick. Ja. Sehr schön an sich, Leute. Ziel wird gesperrt. Und dürfen wir aufrichten. Locker. So. Fuck. Okay. Nächste Part wird ein bisschen kardiolastiger. Drei Übungen, 20 Sekunden Belastung, 10 Sekunden Pause, drei Runden. Erste Übung in der Squat-Position. Sprünge von einer Seite auf die andere. Also Squat-Position bleibt gerne in der Hocke. Übung 1, Übung 2. Mountainbiker für 20 Sekunden. Und Übung 3, kennt ihr aus dem Warm-Up-Part, Jumping Jacks. Die drei Übungen, 20 Sekunden Belastung, 10 Sekunden Pause, drei Runden. Kriegt das Spaß? Macht Spaß. Ist ready. Perfekt. Okay. Dann 5 Sekunden. Was war das erste? Squat Jumps. Squat Jumps, okay. Squat Jumps, genau. Und der Hocke, wir starten 20 Sekunden. Und kurz durchschlafen, 10 Sekunden locker, dürft ihr mal zum Boden kommen, Mountainbiker als nächstes. Bleibt kein Tipp, Hände direkt unter den Schultern, Po anspannen, dass der Kopf stabil ist und wir starten. 20 Sekunden. Und einmal.
Letztes Mal Jumping Jacks. Okay. Easy peasy. Und komm. Eine leichte Variante, Übung 1 Lunges und Übung 2 Squats. Schwere Variante, Jumping Lunges als Übung Nummer 1 und Squat Jumps als Übung Nummer 2. Also sucht euch aus, Lunges und Squats oder. Ich sage die leichte Variante, dann sind wir die auch. Dann kannst du die härtere machen. Genau, perfekt. Du bist in der ersten Reihe. Okay. Aber gute Nachricht, der letzte Part. 4 Minuten haben wir schon knackig. Also Lunges, Jumps und Squat Jumps. Oder können wir noch gerne mal. Okay. Und dann 10 Sekunden starten wir. Lunges oder Verbiss geht's los. Und go. Und durchschnaufen. Eine Runde noch. Sehr gut. Ist das gut? Ja. 5 Sekunden. Und so wie an der letzten Runde auf geht's.
Mann, Leute. Einmal 20 noch. Das tut weh. Das ist mir besonders gemein, oder? Auf die Muskelkarte. Und, doch, letzten 20. Durchziehen. Zehn. Und, geschafft. Oh. Ja, easy. Ja, was drüber. Super durchgezogen. Das war anstrengend. Legst du ein? Boah, auf den Beinen sogar ist echt übel. Ja. Ich hab Hunger. Jetzt ist es nicht so, als wenn sie hassen müssen. Ja, heute war es nicht ich. Ich nehme mich so aus, Mann. Gell? Leute. So, geht wieder. Okay, nächstes Workout in 30 Minuten, ja, wir sehen uns. Nein, ey, vielen Dank. Danke fürs Einschalten. Heute mal kurze, knackige Session mit Manuel. Bei dem waren wir vorhin noch schon im Gym. Morgen wird die Brust wehtun wie Sau. Ja. Ich hoffe, ich schwitze auch allerdings ein bisschen. Hab gut durchgezogen. Wir gehen jetzt hoch, essen was, trinken einen kleinen Shake und dann machen wir mal noch Büroarbeit. Ja. Was machst du? Im Sitzen. Heim. Er fährt heim. Bis wir noch die Frau schreiben. Chips, ja. Schön. Ach, ja, aber wie ihr schon schreibt, jetzt weiß ich mal, wie ihr euch fühlt. Aber es ist doch geil, es ist trotzdem geil. Trotzdem geil, wenn man fertig ist und durchgeschwitzt ist. Also vielen Dank, danke wieder für den schönen Abend. Wir sehen uns morgen, wir hören uns morgen, bestimmt gleich, wenn wir wieder reposten sind. Und schönen Abend, danke fürs Mitmachen. Viel Spaß beim Ausschwitzen. Tschüssi. Ciao.